Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Die ganze letzte Folge war eigentlich davon geprägt, dass wir Emeril gemeint haben. Und dass wir uns über App-Produkte nicht aufgeregt haben. Hier, da wollte ich eben hin. Was heißt eben? Da wollte ich vor 2 Tagen in der Folge hin zu Fuß. Und hier waren Viecher. Von mir entdeckt. Ernsthaft? Ist nicht dein Ernst. Nein! Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir damals hier auch schon Probleme hatten. Ach, es ist doch so schlau, wie ich musste erstmal sagen. Na gut, aber fliegen wir doch mal zu dem Unterschlupf da oben. 41 Sekunden. Da war. Oh, ich habe. Ich glaube, ich habe einen Inventarplatz gefunden. Ist das schön hier, Video? Ich dachte, ich sei ein bisschen besser gelandet. Aber gut. Ist nicht so wild. Ernsthaft? Ich war hier auch schon. Was? Zum Geier? Ich habe sie aber nicht gespeichert beim letztes Mal, wenn ich hier gewesen bin. Das irritiert mich jetzt echt. Aber ne? Ist weg. Ist wirklich weg. Ach je, ach je, ach je. Aber ist ja auch mal ganz schön so on und off. Ein Gag-Amulett, das schadet sich an ihm. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. So, da muss man hin. Ich kann das kaum. Oh nee, jetzt habe ich ja eh wieder alles voll. Aber das Gag-Amulett kann ich. Ah. Ich glaube, ich muss erstmal verkaufen gehen. Erstmal verkaufen gehen und gucken, wo ich Gesundheit herkriege. Wir können natürlich auch einfach mal jetzt ein Stück weit ganz woanders hinfliegen. Unterschlupf, Unterschlupf, Unterschlupf. Wollen wir da mal hin? Nee. Ach doch, komm. Doch. Mal gucken, was wir hier so finden. Da, 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 da. Gold, Gold, Gold. Hier war ich auch schon. Okay. Das ist. Was ist das für eine Farbe? Das ist grün. Speichern. Die Pick-Ebene. Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt mal einen Standortwechsel vornehmen. Und mal zu irgendwas fliegen, was wirklich weiter weg ist.
Und lasst uns doch mal in diese Richtung fliegen. Lasst uns doch mal in diese Richtung fliegen. Hier hinten sind irgendwie so viele Signale. Schauen wir mal. Wahrscheinlich komme ich da jetzt auch her. Weil ich da einfach so viel entdeckt habe. Ja, komm. Fliegen wir mal. Da hinten. Was ist das? Das ist ein Außenposten. Da fliegen wir mal. Ich sehe, dass manche Signale rot sind. Ich sehe, dass manche Signale grau sind. Und ich kann nicht zuordnen, ob... Das kommt mir doch auch so bekannt vor. Aber selbst... Aber selbst wenn wir hier schon waren... Nee, und jetzt fliege ich mit diesem Raumschiff aber genau da drauf. Die Startschutzdose. Na, nimm mir mal den Plutonium und das da. Perfekt. Unentdeckt. Tatsächlich unentdeckt. Mal was Schönes. Assistent Riro. Oh. Dann würde ich sagen, verkaufen wir erstmal was. Wir haben ja genug, was wir verkaufen können. Ah, jetzt kann ich direkt aus dem Raum verkaufen. Emeril. Boah, ist nicht so die Masse. Ah. Doch so die Masse. Komm, Gold nehmen wir auch. Boah, Titan. Ach komm. Plutonium, Neutrino-Modul, das brauchen wir auch nicht. So, was habe ich hier im nächsten Anzug? Vielleicht noch ein Gag-Amulett. Und noch ein Neutrino-Modul. Schön. Das ging doch jetzt schnell und wir haben echt viel. So, da möchte ich gerne hin. Natürlich! Ah, was sind wir denn? Tycoon! Was ich jetzt entdeckt habe. Strahlkühlmittelsystem Tau. Ja, Iridium, super, super, super. Aber so ein Bergbautool kriegen wir hier auch nicht. Okay. Assistent Riro. Ich kenne nicht ein Wort. Die kleine Kreatur mit den glänzenden Augen ist der einzige Bewohner dieses Gebäudes. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Aber es ist offensichtlich, dass mein Begleiter lieber nicht hier wäre. Wie bereits zuvor übermittelt er mir eine Nachricht, die abermals von Nada und Polo gesendet wurde, wer auch immer das ist. Der abgehackten Botschaft ist Antimaterie beigefügt, die ich von meinen geheimnisvollen Wohltätern erhalten habe. Genug, um eine Warpzelle für meinen Hyperantrieb herzustellen. Ich weiß noch immer nicht, wer Nada und Polo sind. Doch nun kann ich sie lokalisieren. Obwohl ich stark annehme, dass ich zu langsam lese, bin ich guter Dinge. Aber schauen wir uns erstmal um draußen. Wer weiß, was hier noch so viel. Den haben wir schon. Was ein schicker Turm! Oh, wie ein Kalium, das können wir brauchen. Wir haben ja jetzt wieder richtig viel Platz.
Ach, wie schön. Ich mag ja so Tiere eigentlich total gerne. Boah, wie das ruckelt hier, wie das ruckelt. Yes! Ich hab Vögel entdeckt. Super. Das war nicht ohne. Du hast das Skateboard für Silikat gelernt. Super. Und eine Multiwerkzeugtechnologie. Blitzwerferbegleiteinheit. Ja, das nutzt mir leider nichts. Leider gar nichts. Was habe ich denn noch für Technologien? Ich habe fortgeschrittene Kühlung Theta. Ja, wir Siegerin Sigma, Deflektorschild, Karitplatte und Tirillium, Zinkplatinum und Emerald. Das könnte man halt wirklich mal machen. Impulsantrieb Sigma. Schon. Aufbauschutz Sigma. Schon so wirklich, wirklich interessant. Aber schade, dass ich das gerade hier in meinem Anzug. Da habe ich echt gar nichts, oder? Ausdauersteigerung. Eisen und Kohlenstoff. Puh. Puh. Also für Ausdauersteigerung jetzt einen Platz zu opfern, so weit bin ich noch nicht. Gesundheit ist fantastisch. Plutonium. Shit. Plutonium. Tarnum 9, habe ich das hier drüben? Nee, ihr sollt Plutonium. Plutonium. Behalte ich mal. Ja, ich habe nicht so viel. Wofür weiß ich eigentlich auch gar nicht. Energiekanister, fantastisch! So ein Gammel, Energiekanister. Aber verkaufen will ich es jetzt eigentlich auch nicht. So, wir waren doch noch irgendwo. Gab's doch. Oh. Noch nicht. Halt. Okay, Emmerer brauchen wir für eine Technologie. Und ein Multiwerkzeug wäre noch frei. Ein Multiwerkzeug wäre noch frei. Lalalala. Eher so ein kleinerer. Ein kleinerer Kribbel nach. Nein, aber. Ach Mann. Die ist jetzt bestimmt eh wieder 700 Kilometer weit weg, aber halt. Da unten weiter. Guck. Richtung Emerald. Prima. Eben noch gesagt, ja. Ist ja nur ein kleinerer Bubble. Das ist der zweite direkt daneben. Aber ich will noch nicht verfehlen.
Aber ich glaube, in dieser Folge bauen wir nur diesen Block noch ab. Und in jeder Folge sollte man einen Block Emerald abbauen und zwischendurch Emerald verkaufen. Das ist wahrscheinlich, was Gronk meinte, als man kann nicht so viel machen. Und es ist dann doch relativ beschränkt. Das Ding ist, ich bin noch nicht diszipliniert genug, um zu sagen, ich fliege jetzt an so einem Emerald bin ich vorbei. Dieses rote Warum, ne? Die haben mich jetzt echt auf dem Kieker. Jetzt kann ich mir natürlich wirklich überlegen. Möglicherweise, wenn du dich als Weibchen nicht verhältst, brauchst du nicht mehr auf diesen Planeten rumzueiern. So, was nehme ich noch über? Plutonium brauche ich hier. So, ich schicke mal eins drauf. Emerald will ich jetzt hier behalten, weil ich überlege. Alles gut. Weil ich überlege, ob ich vielleicht dann nochmal zu früh zur Station zurückgehe. Wobei das wahrscheinlich auch schon wieder also 2 Minuten sind. Das Zeug vielleicht verbrauchen. Also vielleicht nehme ich auch einfach das Emerald mal wieder ab und ich kann das nicht mehr zu erzählen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Oh. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Sorry, weil ich hier zu langsam Rückenschmerzen. Oh, ich kann ein Energiekern. Sag mal, diese Dinger taugen gar nichts, oder? Wenigstens bin ich sie jetzt los. 2 Energiekanister in den Wertvorfall und dann ist der immer noch nicht voll. Naja. Vielleicht auch so ein Learning, dass Lebenserhaltungssysteme sind die kleine Kinder total gut. Aber diese Energiekanister sind so dämlich, weil wie gesagt, die brauchen einen Platz. Und dann laden sie ihren Wertaufwand nicht mehr halb auf. Und Plutonium, wenn du dir so einen Platz mit Plutonium fahren, da kannst du deinen Wertaufwand wahrscheinlich viel mehr von aufladen. Total, was macht der Willen zur Energiekanister? Ich habe aber jetzt einen schönen Blick auf den zweiten Lauf. So, habe ich noch was Nennenswertes vergessen? Geht so, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie diese Außenposten waren. Die gerade Zeug verkauft haben, aber der müsste doch noch. Der müsste doch eigentlich eigen sein. Da gehe ich jetzt hin. Da gehe ich jetzt zuerst. Ich traue mich aber nicht. Weil da kommt bestimmt wieder so ein wildes Vieh und. Oh, na, unterwegs könnte man noch Emerald abbauen. Ja, Emerald oder Anzugerweiterung. Ihr werdet es erfahren in der nächsten Folge, wenn es heißt No Man's Sky. Tschö mit euch.